Variante der Corvette ist da. Die Z06. Von den einen belächelt, von den anderen bewundert. Wir lächeln erstmal. Nicht aus Mitleid, sondern vielmehr aus Freude über so viel Sound. Was auch ein ganz nettes Gimmick ist, ist, dass ich unter Volllast Klappen im Auspuff öffnen und dann wird es richtig laut. Man höre. Jetzt. Selten hat das alte Europa ein brandneues amerikanisches Muscle Car so skeptisch beäugt. Der Grund? General Motors will Ferrari, Lamborghini und Porsche die Kundschaft abtrünnig machen. Klar, das wollen viele, aber die Z06 hat zumindest auf dem Papier das Zeug dazu. Sie kann auf phänomenale Leistungsdaten zurückgreifen und kostet mit knapp 80.000 Euro die Hälfte eines Lamborghini Gallardo mit E-Gear. Corvette hat ja immer so ein Zuhälter-Image angehaftet. Das ist spätestens mit der C6 vorbei und mit der Z06 definitiv, weil das ist einfach ein reinrassiger Sportwagen. Also der ist kräftig, der ist potent. Und der Spaßfaktor macht einfach dieses Zuhälter-Image platt. 512 Sauger PS, 3,9 auf 100 und 3,19 Spitze. Die Z06 ist ein echtes Antidepressivum. Auf den ersten Blick sieht die Z06 ihrer kleinen Schwester C6 zum Verwechseln ähnlich. Bei genauerem Hinsehen sieht man dann aber den Unterschied. Eine 8,5 cm breitere Karosserie und größere bzw. mehr Lufteinlässe. Unterm Strich aber alles sehr dezent. Die Z06 ist wohl die erste Corvette, bei der man von Understatement sprechen darf. Ziemlich üppig dimensioniert ist dagegen der Kofferraum. 634 Liter. Eine S-Klasse hat weniger Stauraum. Kolossal, aber deswegen noch lange nicht grobschlächtig, ist der Motor. Im Inneren des Aggregats verstecken sich Titan-, Carbon- und Magnesiumteile, entliehen aus der Le Mans Corvette. Apropos Rennsport. Wir wollten es genau wissen und sind mit der Z06 auf die Rennstrecke gefahren. Denn erst im absoluten Grenzbereich merkt man, ob man es mit einem selbsternannten Sportwagen oder tatsächlich mit einem Supersportler zu tun hat. Driften kann man auch relativ gut mit dem Auto. Das ESP hat verschiedene Stufen. Einmal drücken bedeutet, dass die Traktionskontrolle aus ist. Zweimal drücken bedeutet, dass man im Competitive Driving Mode ist. Das heißt, es lässt einen gewissen Driftwinkel zu. 5 Sekunden gedrückt halten, alles ist aus und dann wird's aber ernst. Und wir haben ernst gemacht und gemerkt, die Z06 kann was. Die Lenkung ist direkt und gibt gutes Feedback. Das unprätentiöse Fahrwerk ist zwar nicht komfortabel, aber leistet sich keine größeren Schwächen. Und das Sahnehäubchen ist die Urgewalt des vor Kraft strotzenden 7-Liter-Motors. Leichtbau ist oberste Devise bei der Entwicklung der Z06 gewesen. Viele Karosserieteile sind aus leichtem Carbon. Der Clou ist aber, dass der gesamte Rahmen nicht aus Stahl, wie bei der C6, sondern aus reinem Alu besteht. Das macht die Z06 trotz schwereren Motors, größerer Bremsen und üppiger Kühlanlage ca. 80 Kilo leichter. Das Leergewicht liegt somit bei 1,4 Tonnen. Das ist absolut top. Die Z06 ist ein Auto, wie es keiner aus Amerika erwartet hätte. Schnell, leicht und mit 80.000 Euro auch noch preiswert. Wäre da nicht der Spritverbrauch, 18 Liter Super Plus sind die Quittung für so viel Fahrspaß.